Warum ist die Kirche heute noch wichtig? Für mich ist die Kirche sehr wichtig. Ich gebe ja, du weißt, seit Jahren Religionsunterricht. Und ich merke einfach, wie wichtig das ist, dass man unsere christlichen Wurzeln weitergibt, unsere christlichen Werte. Also es gibt einen Schwerpunkt in unserem Leben. Erstens können wir uns begegnen mit anderen Leuten und zweitens gibt es die vier Tage wie Ostern, Weihnachten oder es gibt immer die Wochenende, wo doch ein Einschnitt ist und das Leben ganz anders verläuft am Sonntag als am Werchti. Für mich ist es an sich nicht wichtig. Also ich bin schon auch in einer Kirche, aber ich finde einfach, jeder sollte das glauben, was er will. Und viele Leute sollten zuerst mal an sich selber glauben. Würde ich sagen, dass die Kirche für viele Leute und für mich selber vielleicht auch eine Seelsorge ist, wo man hingehen kann und mit jemandem reden, wenn man Probleme hat oder Fragen hat. Wie könnte die Kirche in 20 oder 50 Jahren aussehen? Ich denke, dass die Kirche gleich könnte aussehen. Ja, der ist sicher ähnlich, wie sie heute ist, gleicher Stil, ja. Ich würde so sagen, es ist so, wenn es mir schlecht geht, dann bete ich dafür. Und sonst, ja, ist es eher eine Nebensache. Ich kann mir eigentlich einen Zeitraum von 20 Jahren im Voraus schon nicht ganz plastisch vorstellen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dann mehr Kirche zu den Leuten geht, als die Leute in die Kirche rein, in den Raum, oder, wo unsere Kirche symbolisiert. Dass sie einfach raus, dass von außen mehr Prediger stattfinden oder dort, wo die Leute einen Weg sich dann werden aufhalten. Also mein Wunsch wäre, dass vielleicht ein bisschen weniger steif angeordnet ist, der Kirchenraum, mehr vielleicht so ein bisschen halbkreisförmig. Offener. Ja, offener. Aber ob es das ausmacht, kann ich auch nicht sagen. Ob das die Gemeinschaft fördern würde oder so. Eben, und vor allem wünsche ich mir mehr junge Leute, die fehlen halt in den Landeskirchen einfach. Ich denke, es könnte auch ein bisschen mit der Zeit gehen, weiss nicht, auch ein bisschen modernere Lieder oder ein bisschen anders gestalten. Was für eine Rolle spielt Gott in Ihrem Leben? Ja, schon eine zentrale, weil ich weiss, dass eine grosse Rolle dahinter ist. Irgend hinter allem. Das ist schon wichtig. Für mich ist Gott etwas Mächtiges, wo ich daran glaube, wo ich bete, ja, wo für mich eine Bedeutung hat im Leben. Für mich ist nur ein Gott für alle, egal welche Farbe, welche Nation. Und was ich auch erlebe, ist, dass Gott auch viel heilen tut und wiederherstellen tut. Also in dem Sinn, wenn ich für jemanden bete oder auch für mich bete, wenn irgendetwas in mir zerbrochen ist oder in jemand anderem, dass Gott dann wirklich das Herz heilen tut und was zerbrochen ist, wieder zusammenfügt. In guten Zeiten und in schwierigen Zeiten habe ich immer wieder die Hilfe von Gott können erfahren. Was erwarten Sie von der Kirche? Für die Dorfkirche ist für mich wichtig, dass sie die Leute unterstützt, die Familie unterstützt, die Kinder unterstützt in allen Lebenslagen. Sei es bei Freude, sei es bei Trauer, sei es bei Krankheit, sei es bei Todesfällen. Welche Aufgabe hat für Sie die Kirche oder was bedeutet die Kirche Ihnen? Kirche allgemein, Kirche sind Menschen, nicht nur die Gebäude, oder? Menschen sind eine Kirche. Es ist einfach irgendwie ein Rückzugsort. Ich bin nicht gläubig, aber ich gehöre zur Gemeinschaft. Um sich zu treffen, würde ich meinen. Schon mit den kleinen Kindern oder einfach auch, dass es so weitergeht. Die Gemeinschaft. So, was für eine Aufgabe hat Ihrer Meinung nach die Kirche? Ich glaube, dass die Kirche den Auftrag hat, um mehr jüngere Leute jetzt zu stimulieren, zusammenzukommen, nachzudenken, reflektieren. Das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe von der Kirche. Und die müssen jetzt dringend geändert werden. Hast du schon mal ein besonderes Erlebnis mit Gott gehabt? Also für mich ist Gott auf jeden Fall ein Alltagsgott. Von dem her ein besonderes Erlebnis auf jeden Fall, einfach jeden Tag und sehr fest erleben am Morgen. Also, ja, dass er einen parat macht für den Tag und wie es halt so ist, am Morgen hat man total Sorgen, was kommt auf den Tag. Und er gibt mir auch viel Ruhe, das ist für mich sehr besonders.
Ich bin in Mitteldeutschland aufgewachsen, in Leipzig, damals DDR, sehr, sehr gottfeindlich und gehörte zur jungen Kirche und war zwar quasi Staatsfeind. Eines Tages hat er mich zum Polizeipräsidium bestellt und hat gesagt, also, du hast ein Staatsstipendium, also tu etwas für den Staat. Und da habe ich gesagt, was denn? Und dann haben sie gesagt, ja, also wir müssten die Staatsfeinde und Saboteure melden alle 4 Wochen, damit sie das alles im Griff haben. Und dann habe ich sie gefragt, plötzlich war mir so, als ob mir Jesus eine Hand auf den Schulter legt. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was ist denn für euch Friede? Da haben sie gesagt, das wissen wir doch, das ist die Volksherrschaft und das ist unsere Republik und so weiter. Ich habe gesagt, ja gut, das ist okay. Aber Frieden ist für mich Frieden in meinem Herzen, Frieden mit den 10 Geboten. Und da steht drin, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten. Also heißt das für mich, ich darf nicht lügen, ich darf euch nicht Leute bringen, die ich überhaupt nicht kenne, die nichts Böses gemacht haben. Ich sage nein, ich mache das nicht. Haben Sie ein spezielles Erlebnis schon mal mit Gott gehabt? Ja, habe ich gehabt. In dem Sinne bin ich zu Rimini und ist so viele Leute, die gläubig sind, sind dort und haben so Anlobung und Anbetung an Gott gemacht. Und dann habe ich Zigaretten gekauft und mir hat man gesagt, er hört doch auf rauchen, der Gott hilft dir schon. Und dann bin ich in den Automat, hat Zigaretten rausgelassen, 5 Euro rein tun und ist wieder rausgekommen. 5 Euro rein tun und wieder rausgekommen. Und dann ist der Nächste gekommen, 5 Euro rein tun und hat Zigaretten bekommen. Das war ein Zeichen gewesen, und dort habe ich dann ein halbes Jahr aufgehört zu rauchen. Da, wo unser ältester Sohn sehr krank war, haben wir auch jeden Tag wirklich das Gott angelegt. Und er hat wieder recht gesund werden. Das war eine grosse Erhöhung.